Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Pressestatement vor der Fraktionssitzung mit doppelter Besetzung heute mit beiden Vorsitzenden, Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Und Dietmar Bartsch fängt heute an. Bitte. Ja, von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben ja im September, 20 Tage vor der Wahl, nochmal eine Fraktionssitzung und dann morgen auch eine Bundestagsdebatte. Wir haben eben debattiert zu der Entscheidung, dass der Antrag, den die Linke eingebracht hat, zum Abzug der Atomwaffen aus Deutschland und zur Abrüstung, was das 2%-Ziel betrifft, dass dieser Antrag bei der Debatte morgen nicht aufgesetzt wird. Ich finde das höchst problematisch und es beschädigt Glaubwürdigkeit. Im Wahlkampf wird darüber geredet und es gibt ja auch andere Parteien, insbesondere die Sozialdemokratie, die dafür eintritt, dass das geschehen soll. Ich frage mich wirklich, warum die jetzt vorhandene Mehrheit im Deutschen Bundestag nicht genutzt wird. Es wäre ein Signal in Richtung Bevölkerung, dass dieses Zeug in Deutschland nicht zu suchen hat. Es wäre ein Signal auch an die europäischen Verbündeten. Und ich bin tief enttäuscht, dass hier der Antrag von der Großen Koalition abgelehnt worden ist. Ähnliches trifft im Übrigen auch für den Antrag der Grünen, was die Sammelklage betrifft, zu. Auch das ist nicht zu akzeptieren. Wir werden in der Fraktion diskutieren und heute entscheiden, ob wir das morgen zum Thema einer Geschäftsordnungsdebatte machen, weil ich glaube, dass das wirklich inakzeptabel ist und dass die Menschen auch ein Recht haben, hier die Begründung zu erfahren, warum so ein wichtiges Anliegen, das eine Mehrheit im Parlament hat, nicht auch kurz vor einer Bundestagswahl entschieden werden kann. Lassen Sie mich noch eine zweite Bemerkung natürlich zum gestrigen Kanzlerduell machen. Wurde eben schon darauf hingewiesen, dass ich gesagt hätte, dass ich nebenbei auch das Spiel der deutschen Volleyballmannschaft anschaue. Ich habe das gemacht und kann Ihnen sagen, es war deutlich spannender. Leider 3-2 verloren im fünften Satz. Aber das, was sich dort gestern abgespielt hat, das kann ich wirklich nicht als Duell bezeichnen. Das war eine großkoalitionäre Therapieveranstaltung. Es sind zentrale Themen der Zukunft Deutschlands nicht behandelt worden. Ich bin enttäuscht, dass das Thema soziale Gerechtigkeit so am Rand gestreift worden ist. Die Möglichkeit gab es. Es wurde nicht einmal über Kinderarmut, über Armut im Alter, über perversen Reichtum in Deutschland, das alles ist nicht behandelt worden. Ich finde das skandalös. Genauso wie Themen wie Digitalisierung und Klimaschutz. Es war eine Enttäuschung und es ist deutlich sichtbar gewesen, dass der Weg in eine neue große Koalition zumindest ausgeschildert sein kann. Ich finde es sehr problematisch, dass Martin Schulz nicht einmal erklärt hat, dass er nicht in ein Kabinett Merkel geht. Das hat selbst Per Steinbrück vor 4 Jahren geschafft, er hat das nicht gemacht. In diesem Sinne ist unsere Aufgabe in den letzten Wochen als Linke deutlich zu machen, es gibt eine Adresse für soziale Gerechtigkeit. Wir kämpfen darum, wie Sie wissen, drittstärkste Kraft im Deutschen Bundestag zu bleiben. Wir wollen zweistellig werden und ich sehe das so, dass die Chancen dafür durch das gestrige Duell nicht kleiner geworden sind. Dankeschön, Dietmar Bartsch, dann bitte Sarah Wagenknecht. Also vorab vielleicht auch noch eine Bemerkung zu dem sogenannten Kanzlerduell. Also ich denke wirklich, dass diese großkoalitionäre Kuschelrunde gestern in Länge von 95 Minuten deutlich gezeigt hat, dass das Format sich überlebt hat, seit man die Unterschiede zwischen SPD und CDU wirklich mit der Lupe suchen muss. Ich meine, wir haben ja heute Abend dann die Runde der Opposition. Ich sage mal, ich hätte es wirklich eindeutig besser gefunden und ich glaube, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer dann auch vielleicht mit etwas mehr Spannung sich das angesehen hätten, wenn all diejenigen, die Spitzenkandidaten von Parteien sind, mindestens der im Bundestag vertretenen Parteien, tatsächlich die Chance gehabt hätten, gemeinsam zu diskutieren, dann hätte es auch eine wirkliche Auseinandersetzung gegeben, die gestern nun wirklich nicht stattgefunden hat. Ich glaube, ein einziger Erkenntnisgewinn ist vielleicht aus dem gestrigen Abend doch geblieben. Es sollte sich jetzt niemand mehr wundern, dass es in diesem Land keine Wechselstimmung gibt. Weil wo soll eine Wechselstimmung denn herkommen, wenn der Herausforderer der Kanzlerin
immer wieder deutlich macht, dass er eigentlich gar nichts Grundlegendes an ihrer Politik auszusetzen hat, dass er eigentlich selbst auch für ein Weiter-so steht. So entsteht natürlich keine Wechselstimmung. Wir finden das schade. Aber es zeigt natürlich umso deutlicher, wie wichtig es ist, dass zumindest mit der Linken eine Partei existiert, die ganz klar für eine andere Politik steht, für die Wiederherstellung des Sozialstaates, für die Eindämmung des Niedriglohnsektors, für die Tradition der Entspannungspolitik. Das sind alles Dinge, für die früher mal die SPD stand. Wenn sie dafür noch stünde, wäre auch das Duell gestern spannender gewesen. Aber es zeigt sich eben, diese Parteien haben sich über die Jahre der großen Koalitionen offensichtlich so wunderbar aneinander angeglichen, dass wirklich die Gefahr groß ist, dass es nach dem Wahltag so weitergeht. Ich glaube, die einzige Chance, das zu verhindern, ist ein sehr starkes Ergebnis für die Linke. Das könnte vielleicht ein Weckruf im Willy-Brandt-Haus sein. Ich möchte dann noch etwas sagen zu einem weiteren Thema, das ich gestern interessant fand und wo ich mir natürlich wünsche, dass sich das, was sich gestern angedeutet hat, jetzt auch politisch niederschlägt. Das ist das Thema Türkei-Politik. Also ich fand es ja schon bemerkenswert, dass jetzt sowohl die Kanzlerin als auch Martin Schulz sich der Forderung angeschlossen haben. Wir haben das ja schon sehr lang gefordert, dass mit einem türkischen Despoten wie Erdogan, der die Menschenrechte mit Füßen tritt, der Menschen ins Gefängnis wirft, auch deutsche Staatsbürger ohne irgendein Recht, Rechtsgrund, dass mit so einer Türkei keine Beitrittsgespräche mehr geführt werden dürfen, dass diese Türkei unter einer solchen Aufstellung natürlich nicht in die Europäische Union gehört. Nun ist es so, das stimmt natürlich, das kann nicht Deutschland allein entscheiden, aber ich würde mir schon wünschen, wenn jetzt offenbar beide Parteien der Großen Koalition dieser Meinung sind, dass dann sehr zeitnah auf europäischer Ebene für diese Position geworben wird und man sich dafür einsetzt, dass tatsächlich die Beitrittsgespräche abgebrochen werden, weil das nur in einem Fernsehauftritt zu verkünden, aber nichts an Taten folgen zu lassen, das ist ja doch ein etwas merkwürdiges Verständnis von Politik. Dankeschön, Sarah Wagenknecht. Gibt es Nachfragen Ihrerseits? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann. Ich habe eine Nachfrage. Die Migration hat eine große Rolle gespielt, aber meistens nicht, wenn wir Opfer haben, etwas darüber. Es gibt so eine Aktion der Flüchtlingsorganisation, wo die Namen aller der Toten, erst draußen, ausgelegt werden. Vor, es gibt einen Antrag an die Fraktion, eine Gedenkstätte einzuführen. Wie sehen Sie das? Ist es nicht überfällig, dass dem Tod auch eine Würdigung zuteil kommt im Parlament? Also Fakt ist, dass dieses Thema ein ausgesprochen wichtiges ist und wir werden dort am Brandenburger Tor, jedenfalls Mitglieder der Fraktion, auch präsent sein. Es ist nur nahezu ausgeschlossen, das etwa am morgigen Tag zu machen, aber das ist mit Sicherheit einer der Punkte, die in der nächsten Legislatur auch bei uns ganz oben stehen werden. Aber wenn das schon angesprochen ist, ich will dann schon sagen, dass ich das als ausgesprochen problematisch empfand, dass eine Dreiviertelstunde in einer vergleichsweise großen Oberflächlichkeit über dieses Thema gesprochen worden ist. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das für die politische Stimmung im Lande etwa zielführend gewesen ist, diese Dreiviertelstunde zu diesem Thema an dieser Oberflächlichkeit. Dankeschön. Ja, ich Sie dann. Bitte. Dass das gestern mehr Kuschelkurs war. Wie gedenken Sie denn heute, den heutigen Fünfkampf spannender zu gestalten und vor allem mit welchen Themen? Ja, ich denke, dass heute garantiert deutlich werden wird, dass da Parteien am Tisch sitzen, die extrem unterschiedlicher Meinung sind. Ich meine, FDP und Grüne vertragen ja im Kern gerade sozialpolitisch vieles von dem mit, was auch die Große Koalition vertritt. Auch die AfD hat ein durch und durch wirtschaftsliberales Programm, das dort eben nur durch Rassismus noch zusätzlich verschärft wird. Also da grenzt man sich noch in besonderer Weise ab. Aber wir stehen hier eben für eine andere Politik und das werden wir heute verdeutlichen, gerade auch in den sozialen Themen. Ich hoffe allerdings, das hängt ja nicht von uns ab, das hängt natürlich auch von den Moderatorin ab, dass tatsächlich die Themen, die meines Erachtens die meisten Menschen in diesem Land bewegen, nämlich dass in einem Wirtschaftsaufschwung trotzdem immer mehr schlecht bezahlte, unsichere Jobs entstehen, dass viele Menschen Angst haben vor Altersarmut, dass es nach wie vor einen Boom bei der Leiharbeit gibt, das Problem maroder Schulen, wo Kinder wegen chronischen Lehrermangels den Schulstoff nicht schaffen können, all diese Themen, dass die heute einen deutlich größeren Raum einnehmen, weil
weil ich muss ehrlich sagen, ich habe heute früh mit einem Nachbarn von mir gesprochen und durch Zufall, wir haben natürlich sofort auch über das TV-Duell gesprochen und sein Kommentar war, das, was ihn interessiert, das kam so gut wie gar nicht vor. Ja, das waren genau diese sozialen Themen. Also das, sagen wir in dem Fall, ist das jemand, der schon eine Rente bekommt und der eben sich Sorgen macht darüber, wie dieses Land aber auseinanderdriftet, der sich Sorgen macht, was aus seinen Kindern, aus seinen Enkeln wird. Und er sagt, das sind doch die Themen, die die Menschen eigentlich primär bewegen. Und die hatten nach seiner Auffassung einen viel zu geringen Raum. Ja, dann bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Kommen und wünschen uns einen schönen Tag, schöne Woche. Bis demnächst. Tschüss.